Hui! Hallo liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobi Lotta. Ich habe etwas mitgebracht. Schaut mal, ich habe hier nämlich einmal Wolken kneten in vielen bunten Farben, also genauer genommen in Rot, Gelb, Blau und Weiß. Dann habe ich hier viele bunte Stäbchen, das sind ganz kleine Eisstäbchen und viele bunte Perlen. Und was wir daraus machen, das... Zuckerwatte! Mögt ihr Zuckerwatte auch? Ja! Na dann, bleibt unbedingt dran, denn ich zeige euch jetzt, was wir aus diesem Material machen können. Diese Bastelidee lässt sich mit wirklich nur wenig Material umsetzen. Und dafür braucht ihr Wolkenknete in vielen bunten Farben. Ihr entscheidet die Farben natürlich selbst. Nehmt einfach die, die euch am besten gefallen. Dann braucht ihr kleine bunte Perlen. Ihr könnt aber auch Glitzer nehmen. Eisstäbchen in bunten Farben. Ich habe da Mini-Eisstäbchen benutzt. Einen DVD-Marker oder einen schwarzen Filzstift. So, und jetzt mache ich ein bisschen Platz, denn ihr braucht noch Wackelaugen, einen Magnet und Bastelkleber. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Heißkleber einsetzen. Und jetzt als kleiner Hinweis, bleibt auf jeden Fall bis am Ende dran, denn der Kommentarmixer wird wieder ins Spiel kommen und ich werde ein paar von euch grüßen. Los geht's! Ihr werdet staunen, wie schnell man diese Bastelidee umsetzen kann. Okay, ihr braucht vielleicht ein bisschen Zeit, bis die Wolkenknete durchgetrocknet ist, aber meist ist das einfach nur eine Nacht. Das bedeutet, ihr geht dann einmal schlafen und schon ist die Bastelidee dann fertig. So, aber wir fangen jetzt an. Entscheidet euch für 3 oder 4 Farben. Ich habe mich für Blau, Weiß und Gelb entschieden. Dann nehmt ihr euch ein bisschen Wolkenknete und formt sie zu einer Wurst. Und diesen Schritt wiederholt ihr dann mit allen Farben, die ihr für eure Idee benutzen wollt. Ich habe die Wolkenknete im Set gekauft, es waren total 4 Farben dabei, aber falls ihr mehr Farben habt, dann könnt ihr beispielsweise auch eine Regenbogenzuckerwatte machen, das wär's, oder? Schreibt mir auf jeden Fall schon mal in die Kommentare, falls ihr diese Idee nachgebastelt habt, welche Farben ihr benutzt habt, das würde mich mal interessieren. Wenn ihr die Würstchen dann geformt habt, müsst ihr sie nur noch aneinander drücken, ganz, ganz fest, damit sie auch aneinander halten und haften bleiben. Natürlich könnt ihr das Ganze auch zu einer typischen Zuckerwattenform formen. So soll das dann in etwa aussehen, es spielt auch überhaupt keine Rolle, wenn das nicht so perfekt aussieht, Hauptsache ihr habt eine ovale, schöne Zuckerwattenform. Als nächstes nehmt ihr euch ein Mini-Eisstäbchen zur Hand und beschmiert es mit Kleber. Ihr könnt auch den selbstgemachten Kleber von Tobi Lotta benutzen, das funktioniert genauso gut. Ich habe euch das Rezept dazu in der Infobox verlinkt. Und falls ihr keine Eisstäbchen habt, dann könnt ihr auch ein Holzstäbchen nehmen und das dann mit Farbe einfärben. Das Stäbchen steckt ihr dann, so wie ich es hier gerade gemacht habe, in eure Zuckerwatte hinein. Da wir Zuckerwattenmagnete machen wollen, braucht ihr jetzt nur noch einen Magnet auf eure Zuckerwatte zu positionieren. Dann nehmt ihr ein bisschen eurer Wolkenknete, das muss wirklich nicht viel sein, formt die Wolkenknete zu einer Kugel, zerquetscht sie zwischen euren Fingern und dann bringt ihr sie mit ein bisschen Kleber an eurer Zuckerwatte an. So, gut andrücken, das muss ja richtig gut festhalten. Liebe Bastelfreunde, wie ihr sehen könnt, haben wir eine kleine Mini-Kühlschrank-Zuckerwatte gebastelt. Aber das ist noch nicht fertig. Claudi freut sich schon. Was für eine schöne Bastelidee. Aber ihr werdet euch bestimmt umso mehr freuen, denn wir können unsere Zuckerwatte ein bisschen aufpeppen. Ich habe hier nämlich schon mal ein paar Zuckerwatten am Vortag vorbereitet. Die sehen so aus. Schaut mal. Die sind auch schon durchgetrocknet, denn ihr müsst eure Zuckerwatte über Nacht trocknen lassen, damit sie richtig schön fest wird, aber dennoch ein bisschen gummiartig und fluffig bleibt. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier mit Hilfe des Klebers ein paar Perlen anbringen. Das sollten dann quasi Zuckerstreusel sein. Mega süß, oder? Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Ich brauche jetzt einfach hier die Perlen, so, dann nehme ich die getrocknete Zuckerwatte, die eine Nacht durchgezogen hat. Dann nehmt ihr euch
ein bisschen Bastelkleber. Ich benutze hier Heißkleber und ich sage das immer wieder, aber seid vorsichtig, falls ihr Heißkleber benutzt, denn Heißkleber ist wirklich heiß. Dann könnt ihr hier ein bisschen Kleber auftragen und dann die Zuckerwatte einfach in eure Perlen tunken. Genau so. Drehen und hineintunken, so. Schaut mal. Und jetzt habt ihr eine schöne Zuckerwatte mit Streusel. Also ich finde das eine echt hübsche Idee, aber wir können sie noch weiter aufpeppen. Denn wisst ihr, was da fehlt? Genau, die Wackelaugen. Ich habe euch ja am Anfang gezeigt, dass man noch Wackelaugen für diese Bastelidee braucht und einen DVD-Marker oder einen wasserfesten Filzstift. Und dann könnt ihr die Wackelaugen einfach an eurer Zuckerwatte ankleben. Oh, schaut mal, der Kommentarmixer ist uns besuchen gekommen. Na dann würde ich sagen, mix uns ein paar Kommentare raus. Sarah Ottmann schreibt, Tobi Lotta, kannst du mich bitte in einem Video grüßen? Du bist der beste YouTuber. Und wenn du schon so lieb fragst, kann ich dich natürlich auch sehr gerne grüßen. Fühl dich gedrückt. Ups, der Kommentarmixer ist verschwunden. Vielleicht kommt er das nächste Mal wieder vorbei und dann kann ich euch ja grüßen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr natürlich auch Lackmalstifte oder Acrylfarben nehmen und damit eure Zuckerwatte verschönern. Und natürlich könnt ihr auch andere Materialien wie beispielsweise Glitzer nehmen und dann wird eure Zuckerwatte auch schön glitzern und funkeln. Und wenn ihr dann zufrieden seid, dann könnt ihr eure Mini-Zuckerwatten einfach an euren Kühlschrank befestigen. Das ist doch eine tolle Idee, oder? Ich möchte euch noch etwas zeigen. Ich habe hier nämlich ein Tobi Lotta Plakat. Den könnt ihr euch von unserer Homepage ganz einfach gratis herunterladen und ausdrucken. Ich habe das auch in Flyerform, also ihr könnt das auch etwas kleiner ausdrucken. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diese Plakate oder diese Flyer dann in eurer Schule, im Kindergarten, in eurem Dorf, in eurer Stadt oder wo auch immer aufhängt, damit ihr die Werbetrommel rühren könnt für Tobi Lotta. Das wäre doch eine coole Idee, oder? Und dann würde ich sagen, ich verabschiede mich und nicht vergessen, ab März, also ab jetzt, gibt es immer zwei Tobi Lotta Folgen die Woche. Mittwochs 16 Uhr und samstags 9 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Tschüss, liebe Bastelfreunde. Muah.